Hallo meine Lieben, ich habe bei Curapox bestellt und mir einen neuen Vorrat angelegt und hier ein riesiges Paket vor mir. Und ich wollte euch ja noch zeigen, was in dem Paket denn alles Schönes drin ist. Und das machen wir jetzt einmal. Ich zeige euch mal, was ich mir so alles Schönes bestellt habe. Ich muss vorweg einmal sagen, die Sachen sind nicht nur für mich, die sind auch für meinen Freund Marc. Also wir haben zusammen bestellt und ich zeige euch alle Sachen, die wir bestellt haben, also auch seine Sachen. Deswegen ist es tatsächlich eine ganze Menge geworden. Aber es sind sehr schöne Sachen. Fangen wir mal an mit den Single-Zahnbürsten. Ich habe mir eine ganze Reihe Single-Zahnbürsten bestellt. Das sind jetzt nur die 1006. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geknistert und ihr konntet mich verstehen. Also ganz viele Single-Zahnbürsten, die 1006. In sehr vielen verschiedenen schönen Farben. Also da sind tatsächlich Farben dabei, die ich jetzt so noch gar nicht hatte vorher. Man kann sich hier die Farben leider nicht selber aussuchen, sondern man bekommt halt irgendwelche Farben zugewiesen. Aber es sind sehr schöne dabei. Dann habe ich auch ein paar Mal die 1009 bestellt. Noch einmal ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen der 1009 und der 1006? Weil die Frage wird mir sehr häufig gestellt. Die 1006 hat 6 mm lange Borsten und die 1009 hat 9 mm lange Borsten. Das heißt, die 1009 ist etwas länger, aber sie unterscheiden sich auch noch in der Härte. Die 1009 ist etwas weicher als die 1006. Dann habe ich mir noch ganz viele neue Bürstenköpfe für die Hydrosonic Pro bestellt. Allerdings erstmal nur den Sensitiv-Bürstenkopf, den Single habe ich nämlich noch und den Sensitiv brauchte ich. Und hier sind in dieser Packung sind 6 Doppelpacks drin. Also wenn man 6 Stück bestellt, dann kriegt man hier gleich so ein ganzes Pack. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal genug für die nächsten 1,5 Jahre. Dann habe ich mir die Velvet nachbestellt. Da habe ich mittlerweile auch schon so meine Lieblingsfarben für mich entdeckt. Also 2 gehören auch Marc, glaube ich. 2 und 2 mir. Ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken, wer hier was bestellt hat von uns. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfarben. Die finde ich mega schön. Dann auch dieses Grün mit rosanen Borsten. Ich finde diesen Grünton einfach mega, mega schön. Also die beiden sind so meine Favoriten geworden. Und aber eigentlich finde ich die alle total schön. Ich hatte auch schon blaue im Winter. Ich liebe diese Farben einfach. Die finde ich auch schön, die rote. Also farbtechnisch finde ich die einfach alle total toll, aber so ein bisschen habe ich doch meine Favoriten herauskristallisiert. Und dann seid ihr ja bestimmt schon gespannt darauf, welche Ultrasoft ich mir bestellt habe. Ich habe es ja in meinem letzten Video schon so ein bisschen angeteasert. Da habe ich euch schon 2 neue Special Editions gezeigt, die ich mir bestellt habe und meinte ja schon, ich habe noch mehr bestellt. Und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe tatsächlich diesmal gar keine normalen Ultrasoft gekauft, also keine einzelnen. Da kann man sich ja die Farben immer aussuchen, also die Farbkombi, auch bei der Velvet kann man sich ja die Farbkombi aussuchen, welchen Griff und welche Borsten man dazu haben möchte. Und ich fand aber die Special Editions so toll, dass ich diesmal tatsächlich nur Special Editions bestellt habe. Und 2 hatte ich euch ja schon gezeigt. Einmal hier die Power Smile Edition und die Colorful Curls Edition. Die beiden hatte ich ja in meinem letzten Video schon gezeigt für das Quartal. Deswegen fehlen da auch schon jeweils eine. Marc hat sich eine genommen, ich habe mir eine genommen. Und dann habe ich natürlich noch mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Fangen wir mal mit dieser an. Ich habe mir noch die Different Days bestellt, finde ich auch eine sehr schöne Farbkombination. Dieses Grün finde ich mega schön, Rosa auch, klar, aber ich liebe Grün und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Grünton. Dann habe ich die Summer Edition 2022. Die haben hier so einen Kristallgriff, den ich auch immer sehr, sehr schön finde, eine gelbe, eine türkisene und auch sehr schöne Borsten dazu. Finde ich auch mega schön. Dieses Kristall mag ich immer super gerne. Dann habe ich die Love Edition 2023. Ich hatte auch schon eine andere Love Edition. Ich glaube, die 2022 war das dann. Das ist die von 23 von diesem Jahr. Eine grüne, eine pinke, auch wieder mit einem Kristallgriff und diesem Herzchen im Bürstenkopf. Also eine Hälfte des Herzchens ist hier, eine andere Hälfte ist da. Finde ich sehr süß.
Eine bekommt Marc und eine bekomme ich. Und dann habe ich die Winter Edition 2022 bestellt, weil ich die Farben einfach so cool fand für den Winter. Das ist einmal ein Blauton und ein Grauton, aber halt so ein bisschen wie so ein Eisblau, würde ich das sagen. Also es erinnert mich daran, deswegen ist es ja auch die Winter Edition. Und auch der Bürstenkopf ist wieder ganz hübsch. Ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich die jetzt nicht auspacke, weil ich die so einfach besser aufbewahren kann, bis ich sie letztendlich benutze. Deswegen, ich hoffe, ihr seht mir danach, dass ich sie jetzt nicht ausgepackt in die Kamera halte. Ich hoffe, das geht auch so und ihr könnt genug erkennen. Wenn nicht, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wenn ich sie das nächste Mal auspacken soll und das für euch besser ist. Oder schreibt auch gerne, wenn es so okay ist und ausgepackt. Da hätte ich gerne einmal euer Feedback, wie das für euch am besten ist. Ja, das waren also alle Special Editions, die ich mir bestellt habe. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten. Ich habe nämlich noch mehr bestellt. Allmählich wird meine Kiste aber auch leer. Es dauert nicht mehr lang. Kommen wir also mal hierzu. Das sind Interdentalbürsten. Wenn man weiß, welche Größe man kauft, dann kann man sich natürlich schon die passende Größe bestellen. Und da ist jetzt neu, dass Curaprox zwei Griffe mitgibt. Einmal einen kurzen Griff und einen längeren Griff. Die unterscheiden sich auch in der Anwendung. Mit diesem kurzen Griff kommt man halt nur von der Seite rein. Der lange ist ja abgewinkelt. Da kann man also von vorne und dann geht das Bürstchen so zur Seite. Da kann man mal gucken, womit man besser zurechtkommt. Also ich persönlich finde es sehr gut, dass Curaprox jetzt hier beide Griffe mitgibt, weil ich die Erfahrung gemacht habe oder beobachtet habe, vorher hatten sie halt nur einen mitgeliefert. Also eine Zeit lang nur den kurzen, eine andere Zeit lang nur den langen. Und auch bei anderen Firmen kriegt man ja in der Regel, wenn man eine Sache sich kauft, nur entweder oder. Und ich finde es deshalb so gut, dass jetzt beide mitgeliefert werden, weil ich beobachtet habe, wenn man nur einen kauft, dann neigen die Leute anscheinend dazu, den anderen nicht mehr auszuprobieren. Dann haben sie vielleicht ein Päckchen mit dem Langen gekauft und probieren nur den Langen aus oder nur mit dem Kurzen. Und wenn sie damit nicht gut zurechtkommen, dann stempeln sie es ab als, damit komme ich nicht zurecht. Aber vielleicht würden sie mit dem anderen Griff besser zurechtkommen. Und wenn man jetzt schon beide bekommt, dann ist man halt auch, also dann hat man sie ja schon da und dann ist es sehr leicht, einfach auch beide mal auszuprobieren. Und man kann natürlich am Ende herausfinden, mit welchem man besser zurechtkommt und braucht den anderen dann nicht unbedingt. Aber man kann ja bei Curaprox auch die Nachfüllpackungen bestellen. Das heißt, man muss nicht jedes Mal zwei Griffe mit bestellen, wenn man sie gar nicht braucht. Und wenn man einmal einen hat, dann kann man den ja immer wieder verwenden. Man wechselt bei Curaprox ja immer nur die Aufsätze und die kann man als Nachfüllpackung einzeln kaufen. Das heißt, man kauft immer nur diese Aufsätze nach und den Griff kauft man sich einmal und dann hat man ihn und kann ihn Monate und Jahre lang benutzen. Und also bei mir sind die auch immer noch intakt. Ich benutze sie, weiß ich nicht, seit 8 oder 10 Jahren habe ich jetzt meine, bestimmt schon. Ich habe mir noch nie den farblich passenden Griff gekauft, weil ich immer auf Messen kostenlos Sachen bekommen habe. Und da habe ich mir einfach die Griffe immer rausgenommen und die halt benutzt. Und die halten ja auch ewig. Und jetzt habe ich bei dem einen gemerkt, durch dieses ständige 10 Jahre lang rein und raus, irgendwann habe ich da aus Versehen einmal ein bisschen zu doll und dann war das eine Teil hier so ein bisschen leicht angeknackst, noch nicht ganz durch, aber so ein bisschen angebrochen. Und jetzt dachte ich, vor allem weil ich auch gesehen habe, jetzt haben sie mal beide Griffe in einem Set, dachte ich, bestelle ich mir jetzt endlich mal nach 10 Jahren die Griffe in meiner Farbe. Also Türkis und Rot brauche ich von den Größen her. Ich hatte vorher immer einen pinken und einen lilanen Griff. Und ja, auch Marc darf von diesen ganzen Messegeschenken die Griffe gegeben. Jetzt dachte ich, kann ich mir mal die richtigen zulegen. Vor allem letztendlich, weil ich das auch im Video immer ein bisschen verwirrend fand, wenn ich ein Video gemacht habe und die in die Kamera halte und dann ist der Griff in einer anderen Farbe als der Kopf. Und ja, das war, fand ich zumindest, vielleicht auch ein bisschen verwirrend für meine Zuschauer. Also so sieht das Ganze dann einmal aus. Einmal hat der kurze Griff, der lange Griff und hier noch ein paar einzelne. 5 Stück bekommt man insgesamt von diesen Aufsätzen. Und zu guter Letzt habe ich noch gratis so eine kleine Tube Zahnpasta bekommen. Die BU Wassermelone ist das, glaube ich, von der Sorte her. Die gab es gratis.
bei der Bestellung dazu. Die ist ja im Travel Kit enthalten. Das Travel Kit habe ich ja gerade ausgiebig in meinem Südkorea-Urlaub benutzt. Auch in Hamburg immer wieder, aber da ganz speziell im Urlaub. Und ich habe leider vergessen, mir neue Aufsätze für das Travel Kit zu kaufen. Ich habe so eine große Bestellung aufgegeben und diese Aufsätze habe ich vergessen zu bestellen. Werde ich also nochmal nachholen. Wenn auch du jetzt Produkte von Curaprox kaufen möchtest, denk auf jeden Fall an meinen Code. DrAmi20 lautet mein Code. Damit sparst du nämlich 20% auf alle Produkte von Curaprox. Also auf den gesamten Warenkorb, bei jeder Bestellung, bereits ab dem 1. Euro. Und ja, 20% ist schon eine Menge. Da kann man auf jeden Fall gut mit sparen. Also DrAmi20, einfach über die Homepage www.curaprox.de und dann später im Warenkorb einfach den Code DrAmi20 eingeben. Dann werden automatisch 20% abgezogen. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ich die Produkte nun auspacken soll oder ob das so für euch okay ist. Und schreibt mir auch gerne mal, welche Produkte ihr benutzt. Das interessiert mich auch immer sehr. Ich würde zu gerne mal in eure Badezimmer gucken. Also ihr könnt mir auch gerne mal ein Foto bei Instagram von eurem Badezimmer schicken, von den Produkten, die ihr benutzt. Also ich interessiere mich da wirklich. Würde ich gerne mal sehen. Ich würde zu gerne mal reinschauen in euer Badezimmer, wo ihr doch meins auch schon einige Male gesehen habt. Und ansonsten, ja, abonnieren auf jeden Fall. Denkt daran. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und verpasst auch keine weiteren neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.